Interesse an einer abendlichen Fraktionssitzung der SPD-Bundestagsfraktion. Wir stehen vor einer Haushaltswoche, 4 Tage lang Beratungen über einen guten Haushalt, der sich insbesondere durch Investitionen auszeichnet, aber eben auch durch große Sozialleistungen, der einsteigt in eine soziale Klimapolitik. Und ich bin sehr dankbar, dass nicht nur die Haushälterinnen und Haushälter meiner Fraktion, sondern auch diejenigen aus den Facharbeitsgruppen noch vieles am Haushalt, was die einzelnen Ministerien uns überantwortet haben, verändern konnten. Das ist ein wichtiges Ergebnis und ich freue mich letztlich auch auf diese Beratung. Zum anderen werden wir, und ich möchte einfach auch daran erinnern, weil es nicht untergehen soll, in dieser Woche einen Gesetzentwurf zur Besserstellung der Betriebsrenten hier noch mal erwähnen. Wir hatten ja, wie Sie wissen, in den Koalitionsgesprächen uns darauf verständigt, dass die Freigrenze zu einem Freibetrag umgewandelt wird. Davon profitieren wahrscheinlich etwa 60% aller Betriebsrentnerinnen und Rentner. Und wir werden auch gleich hier noch mal in der Fraktion weitere Positionspapiere beschließen zur Industriepolitik, zu Huawei und auch zu den Rüstungsexporten. Ja, vielen Dank. Gibt es eventuell Fragen am frühen Abend? Zu Huawei, was ist da die Position? Na, die Position der Fraktion ist, und das werden wir dann auch noch mal gegenüber der Bundesregierung sehr deutlich machen, sehr klare Sicherheitsaspekte, die an den Tag gelegt werden müssen. Wir werden ja auch entweder über einen Antrag innerhalb der Koalition oder dass auch noch mal an Gesetzen gearbeitet werden muss, genau diese Fragen aufgreifen. Wir gehen davon aus, dass insbesondere die Frage der Sicherheit durch einen Weg beschritten werden kann, durch eine sehr starke europäische Stimme in diesem Zusammenhang. Und das ist auch noch mal Kern auch dieser Frage, weil es bezieht sich ja nicht alleine auf Huawei, sondern es geht letztlich darum, dass die Sicherheit des 5G-Netzes ausreichend ist. Und dafür bedarf es auch dieser politischen Diskussion in dem Positionspapier. Bitte. Der Bundesregierung da nicht klar genug gegenüber China ist? Nein, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir nicht die Position der Bundesregierung nicht nur wertschätzen, sondern wie das Parlament und eine selbstbewusste SPD-Fraktion ist. Wir würden das gerne noch mal anreichern durch unsere Vorstellungen. Und wenn wir mit dem Koalitionspartner auch dazu kommen, dass wir dann im Deutschen Bundestag hierüber beraten können, wäre das ein wichtiger Aufschlag, den wir heute Abend hier in der Fraktionssitzung machen. Herr Mützenich, macht die Fraktion es Ihrem Außenminister das Leben noch etwas schwerer, wenn es schärfere Rüstungsexportrichtlinien geben soll? Also wir machen es keinem Minister, keiner Ministerin schwer, sondern wir unterstützen gerade auch die sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister. Und Sie wissen, dass auch der Außenminister sehr darauf achtet, was die Frage der Rüstungsexporte betrifft. Er hat sowohl im Zusammenhang mit der Türkei, aber auch mit Saudi-Arabien im Bundessicherheitsrat bestimmte Meinungen eingebracht. Wir haben ganz klare Verabredungen getroffen, aber dass die Fraktion auch durchaus noch eigene Fragen einbringen will. Wir wollen ja, dass eben an Länder, die sich nicht dem weltweiten Waffenhandel, dem ATT, unterordnen, dass dorthin keine Waffen geliefert werden sollen. Wir wollen eine 2-Jahres-Frist einführen. Alles das sind Dinge, wo ich glaube, es sich durchaus auch eine notwendige Debatte gerade für Deutschland noch mal ergibt, weil wir wollen eben noch weniger Rüstungsexporte liefern und damit machen wir keinem das Leben schwer, sondern wir schützen Menschen. Herr Mützenich, am Wochenende ist ja der Ton zwischen den Kontrahenten und dem Parteivorsitz etwas schärfer geworden. Fürchten Sie auch, dass sich nach einer Entscheidung eine Spaltung in der SPD weiterhin zeigt und wie schauen Sie als Fraktion auf die Situation? Nein, ich sehe keine Spaltung. Ich sehe natürlich schon, dass es zurzeit einen innerparteilichen Wettbewerb zwischen 2 Kandidatenduos gibt, wo die eine oder der andere auch durchaus mal Begriffe und auch Sätze einführt, die ich persönlich so nicht wählen würde. Aber ich will alles dafür tun, dass die gesamte Partei dann am Samstag um 18 Uhr das Ergebnis auch akzeptiert. Da sind insbesondere auch die beiden Bewerberinnen und Bewerber, die dann unterliegen, gefragt. Aber ich bin ganz sicher, auch nach den heutigen Beratungen im Präsidium, im Parteivorstand, aber auch in unseren Gremien,
des geschäftsführenden Fraktionsvorstandes und des Fraktionsvorstandes, dass wir uns darüber bewusst sind, dass es gut gewesen ist, jetzt diesen Weg zu gehen. Aber ab Samstag stehen dann alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für eine Partei in der Öffentlichkeit und werden dafür auch streiten. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.